Hallo zusammen, mit dem heutigen Video wollen wir uns einmal den Bernhard Wellen Gasgrill uns anschauen. Das ist ein tragbarer Balkongrill, der mit sehr vielen Vorteilen daherkommt. Er ist hochwertig gefertigt, ihn gibt es zu einem sehr guten Preis und auch sonst hat er hier reichlich Zubehör mit dabei, weshalb sich auf jeden Fall mal hier im Blick lohnt. Wir werden uns diesen also jetzt heute mal im Detail uns anschauen und mal ganz genau durchgehen. Also so kommt im Grunde daher, ist wirklich sehr kompakt, hochwertig gefertigt. Es handelt sich hierbei um einen Zweibrenner Gasgrill, den kann man ganz einfach an der Gasflasche anschließen. Der kann bis zu 300 Grad erzeugen. Es gibt hier eine Alu-Druckguss-Brennkammer, er ist somit robust und natürlich auch hier sehr flexibel anwendbar. Man kann damit zahlreiche Gerichte natürlich zubereiten, grillen, aber natürlich auch hier mal so eine kleine Soße kochen. Das ist hier wirklich sehr praktisch. Es gibt auch hier einen Rollwagen noch dazu, den man hier extra kaufen kann. Das schauen wir uns aber nachher nochmal im Detail uns an. Dazu gibt es eine Piezo-Zündung und Co. All das dazu aber später. Und ihr könnt auch schon sehen, wir haben hier noch zusätzlich so eine Grillplatte, die man kaufen kann. Damit kann man ebenfalls zum Beispiel hier sehr gute Sachen zubereiten. Der Preis ist genau identisch, 249 Euro. Ich mache euch ebenfalls unten den Link rein, also am besten hier mal schauen. Der Online-Shop von Bernhard ist da nochmal ein bisschen besser aufgebaut und es gibt auch hier nochmal ein bisschen mehr Zubehör dann zu kaufen. Da nochmal die weiteren technischen Daten, die wir natürlich vorhin auch schon mal durchgegangen sind, mit 300 Grad Hitzeentwicklung, 3,5 kW an Gesamtleistung und natürlich auch eine sehr schöne große Grillfläche. Wir haben ja zwei Brenner mit dabei, die wir hier stufenlos regulieren können, eine schöne Klappe mit dabei. Und auch sonst macht er hier wirklich einen exzellenten Eindruck. Dann gehen wir noch kurz weiter runter. Hier nochmal ein paar weitere Details. Gusseiserne Roste, wir haben Abdeckhaube und Co. Hier nochmal das komplette Zubehör, was hier mit dabei ist, auch mit Gasschlauch. Und da gibt es noch ein paar Fragen und Antworten, wie zum Beispiel, was kann man damit alles zubereiten. Man kann zum Beispiel auch hier eine schöne Pizza damit zubereiten, was hier wirklich sehr praktisch ist. Aber auch weitere Gerichte sind hier möglich. Dann nochmal hier praktisch die Gasflasche. Man kann also eine Gasflasche von bis zu 11 Kilogramm da problemlos dranhängen. Und somit sollte der euch auch praktisch sehr lange halten. Hier nochmal was zur Reinigung an sich, wie man den am besten reinigt. Und auch sonst gibt es hier noch ein paar weitere Eckdaten und ja, Fragen. Zum Beispiel, warum hier lieber Gas statt Kohle einsetzen sollte. Ist natürlich deutlich praktischer auf einem Balkon, da hier Holzkohlegrills oftmals gar nicht erlaubt sind. Natürlich bietet Bernhard auch noch weitere Gasgrills an, die werde ich euch ebenfalls in der Videobeschreibung verlinken, aber ich würde sagen, steht also fest, wir haben jetzt hier praktisch den Vergleichssieger, den Bernhard Wellen, gefunden, der auch hier in zahlreichen Tests gut abschneidet. Wir gehen dann noch kurz die wichtigsten Vorteile durch. Wir haben hier einen tragbaren Balkongrill aus Alu-Druckguss, wir haben eine Abdeckhaube mit dabei, eine Piezo-Zündung und der Preis ist auch hier wirklich sehr gut. Das soll es nun gewesen sein, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde euch diesen Bernhard Wellen Gasgrill in der Videobeschreibung verlinken, schaut mal rein, klickt mal auf den Link drauf und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Also bis bald.